Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warcraft 3 Reforged. Wir befinden uns in Kapitel 2 Totengräber am nächsten Morgen am Rande von Anduhal. So, in der letzten Mission haben wir ja den Kult der Verdammten versammelt, müssen jetzt den Meister der Akolyten, den guten Kel'Thuzad, finden, beziehungsweise seine Überreste. Schauen wir mal, was die Schreckenslords damit vorhaben. Mit diesem schlichten Behältnis könnt ihr die Überreste unseres Meisters transportieren. Könnt ihr die Überreste nicht einfach erwecken, wenn wir sie finden? Verzeiht, Herr, aber ein Wesen mit Kel'Thuzads Macht kann nur in einem Nexus starker Ley-Energie wiedererweckt werden. Und solche Orte gibt es in diesem Land nicht. Nun gut, lasst uns aufbrechen. Originalspiel fängt ja nicht gleich damit an. Mit diesem Behältnis könnt ihr die Überreste unseres Meisters transportieren. Normalerweise macht er das, sagt er doch noch, das hier sind Fleischwagen. Mit diesen Fleischwagen können die untoten Kadaver oder Leichen transportieren. Hier kann man auch sehen, Leiche verwahren, damit kann man Leichen einsammeln, denn einige Einheiten der Untoten profitieren tatsächlich von Kadavern oder Leichen. Beispiel der Kannibalismus von Ghoulen. Es gibt noch andere Einheiten, die wir später kennenlernen, die auch Kannibalismus nutzen können. Ich bin überhaupt kein Fan davon, diese Leichen damit zu nehmen. Das ist bloß sinnloses Umgehampel. Wenn ich Leichen will, klatsche ich Gegner um und fertig aus. So. Niemand erteilt mir Befehle. Dann schauen wir mal in einem Nexus starke Ley-Energie. Das hört sich wieder so mystisch, magisch an, wo der einfache Hempel, der das zum ersten Mal spielt, keine Ahnung hat, was damit gemeint ist. Aber gut. Vorsicht. Vorsicht. So, Arthas und die Ghule sind Steuerung 1, die Fleischwägen Steuerung 2, die Belagerungseinheiten der Untoten. Das ist jetzt gleich die zweite Einheit, die wir bekommen. Direkt nach dem Ghulen kriegen wir gleich die Fleischwagen kennengelernt. Und die werden wir auch gut gebrauchen können, diese Mission. So, das Problem ist jetzt, die machen natürlich auch wieder Flächenschaden. Wenn ich jetzt gegen einen Kontrollturm oder so kämpfe oder ein paar Fußsoldaten kaputt mache, am besten einen Fußsoldaten oder so, ne? Und dann stirbt der eine Fußsoldat durch die Fleischwägen und meine ganzen Ghule auch. Also ich muss ein bisschen aufpassen, dass die Fleischwägen nicht das Ziel angreifen, was meine Ghule angreifen, sonst sterben einfach alle. Beziehungsweise ich schaue, dass ich mit Bodenziel angreifen, die so hinstelle, dass die zwar weniger Damage machen, aber zumindest nur an die gegnerischen Einheiten. So, und gleich wieder aufhören. Und das Problem ist, wenn ich sage, Position halten, ballern die halt trotzdem los. Ne? Ich kann denen leider nicht sagen, bitte nicht angreifen. Beendet diesen Wahnsinn, ehe es zu spät ist. Tretet beiseite, Bruder. Ich will ein paar alte Gebeine holen und möchte nicht belästigt werden. Oh, Paladine, die sich uns in den Weg stellen. Ah, Arthas sein alter Orden, kann man so sagen. So, die Fleischwägen kümmern sich hier um die Türme, sind ja die Belagerungseinheiten. Gegen die Wachtürme brauche ich meine Ghule nicht reinschicken, die gehen einfach sofort drauf. War hier irgendwas drin? Nö. Ich habe die hier mit Shift einfach mal alles kaputt machen lassen. Können die hier eigentlich noch ein bisschen essen? Ja, sehr schön. Kannibalismus, da können die sich noch ein bisschen hochheilen. Haben die hier wenigstens was zu tun. Die müssen die Höfe jetzt auch noch kaputt machen. Denn wenn ich sie jetzt nicht die Höfe kaputt machen lasse und sie später hier unten parke, dann haben die nichts Besseres zu tun, als die Höfe da hinten kaputt zu schießen. Und das irritiert mich total. Die sollen sich bitte auf den Kampf konzentrieren, wo ich auch dabei bin. Endlich. So ein Paladin ist... Oh, 4 Soldaten. Da sind bestimmt noch Türme dahinter. Ihr bleibt mal da hinten stehen und ich versuche, die ein bisschen rauszulocken. Ja, da sind Türme. Schnell zurück. So, alle rausgelockt oder nur zwei? Das ist auch super. So, ihr hört bitte auf, beziehungsweise ihr versucht so zu schießen, dass ihr nur den einen trefft und gleich wieder aufhören, bitte. Stopp. Nein. Oh Mann, die sind mehr für Friendly Fire gut als für irgendwas anderes. Ne? Immer schön hin und her schicken, immer schön in Bewegung halten. Das ist hier im Moment das Micromanagement der Wahl. Aber das heilt bitte mal den einen Ghoul hier. Sehr schön. Kann ich die jetzt schon hier rauslocken? Hopp, na komm her. Hopp. Sehr schön. Das hat in Strategiespielen wie... Oh, kann der Turm schon schießen, oder? Nein, gut. Das hat in Strategiespielen wie Stronghold immer ganz gut funktioniert, wenn du ein paar Gegner anlocken musstest. Das war ziemlich geil. Da hast du so mit dem Boden... Die haben halt immer die Reichweite bis genau in der Mitte von dem Kreis, aber Schaden macht es noch ein bisschen weiter. Und so konnte man immer, das hat in einigen Missionen ganz gut geholfen, konnte man auch ein paar Gegner zusätzlich rauslocken. Funktioniert auch in vielen anderen Strategiespielen sehr gut so. So. Oh, kein Paladin, nur Türme. Okay. Ich brauche jetzt aber, pass auf, auch jemand mit einer hohen Sichtweite hier, der schon mal die Türme ins Blickfeld holt. Das hat funktioniert. Ihr greift bitte den Turm an.
Du nicht. Du greifst den Turm an. Ah, sehr schön. Den Turm können wir auch schon sehen. Perfekt. So, ihr greift den Turm an und danach mit Shift auf den Turm. Ja, das funktioniert ja ganz gut so. Oh nein, ein Soldat, ein Soldat. Arthas, töte diesen Soldaten. Der Ghoul, ich hoffe, der kommt nicht durch. Sehr gut, denn der Ghoul, der würde nur den Turm triggern. Und der macht dem eigentlich jetzt nicht so viel Damage, dem einen. Komm her, du fährst mal zurück. Was und jetzt drauf hier. Macht ihn kaputt. Die Türme sind hier eh schon kaputt. Aber der Paladin hat sich immer noch verkrochen. Ne? Der Paladin niemand fehlt immer noch. Oh, nochmal drei. Okay, Angriff. So, die Fleischwägen greifen bitte voll den Paladin an. Voll Fokus auf den Paladin. Der ist Level 2, das heißt, genau, der hat einmal... Ich wusste, es war ein Fehler, einen verzogenen Prinzen in unseren Orden aufzunehmen. Ihr habt die silberne Hand zum Gespött gemacht. Silberne Hand zum Gespött gemacht, habe ich. Kein Problem. Ich wollte sagen, der hat bestimmt einmal Hingabe auch an einmal Heiliges Licht geskillt. Heiliges Licht, damit er seine Hempels hochheilen kann, beziehungsweise Arthas Damage machen kann. Und geschafft. So halb geschafft, ne? Diese drei Soldaten da leben immer noch. Hey, Fleischwägen, ich brauche mal wirklich eure Hilfe. Denn die Ghule sind wirklich so schwach, die können das einfach nicht alleine. Ich werde die Ghule so noch ein bisschen hochheilen. Du kannst dich mit Kannibalismus, wie keine nutzbaren Leichen in der Nähe. Hier sind überall Soldaten gestorben und der Paladin müsste doch auch eine Leiche hinterlassen. Naja, gut. Dann halt nicht. Was ist das diesmal? Dann halt nicht. Oh, hier müssen wir hin. Das ist der Kreis der Macht, wo wir hoffentlich die Überreste von Kel'Thuzad finden. Ich finde es übrigens super, dass die Menschen dem Kel'Thuzad eine super Gruft gebaut haben. Oh, das war ein Anführer der Untoten. Schnell bauen wir ihm eine Gruft und konservieren seine Gebeine. Das ist eine super Idee. Kommt, Totenbeschwörer. Die Mächte, denen ihr einst dientet, fordern euch erneut. Ich sagte doch, mein Tod ändert gar nichts. Verflucht. Höre ich jetzt Gespenster? Oh ja. Ich bin es, Kel'Thuzad. Ich habe mich nicht in euch getäuscht, Prinz Arthas. Ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen. Diese Überreste sind stark verwest. So überstehen sie die Reise nach Kel'Thalas nie. Kel'Thalas? Genau. Nur die Energien des Sonnenbrunnens bei den Hochelfen können Kel'Thuzad wiedererwecken. Was muss ich dafür tun? Ihr müsst den Paladinen eine ganz besondere Urne entreißen. Darin werden die Überreste des Totenbeschwörers sicher die Reise überstehen. Wie ihr wünscht. Ihr habt euch ja ganz schön Zeit gelassen. Ja, wenn du mir nur 5 Ghule an die Hand gibst, ist das kein Wunder, dass ich mir Zeit lasse. So, Basisaufbau. Wir haben Akolyten. Ich fange gleich schon mal an. Und der Erzähler erklärt gleich, was ich mache. Goldmine verhexen. Euer Wille geschehe. Mein Schicksal ist besiegelt. Die Untoten müssen eine Goldmine verhexen, bevor die Akolyten mit dem Goldabbau beginnen können. Genau, ich erkläre mal ein bisschen was zu Basisaufbau bei den Untoten, wenn der Erzähler mir nicht alles vorwegnimmt. Da gibt es nämlich ein paar Unterschiede. Ein verseuchter Boden entsteht, wo untote Gebäude beschworen werden. Gebäude können nur auf verseuchtem Boden beschworen werden. Die einzige Ausnahme hier bildet die Nekropole. Genau, das stimmt übrigens nicht. Die einzige Ausgabe bildet nicht nur die Nekropole, sondern auch die verhexte Goldmine. Da hat der Erzähler Unsinn verzapft. War im ersten Spiel schon so, haben sie ja nicht geändert. Großartig gemacht. Goldmine verhexen kann ich auch auf nicht verseuchten Boden und die Nekropole kann ich auch auf nicht verseuchten Boden. Das Einzige ist, die Nekropole, die erzeugt verseuchten Boden und dann kann ich alle anderen Gebäude da auch drauf platzieren, der Untoten. Deswegen muss ich jetzt noch ein bisschen warten. Man sieht, die beschwören die Gebäude, das heißt, man muss die einfach nur einmal wohin platzieren und dann brauche ich den Akolyten für das Gebäude nicht mehr. Und ja, für das Meister. Holzsammeln sind die Ghule verantwortlich. Ja. Das ist auch neu. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Gleich ein Friedhof, um Holz abbauen. Mit Freuden. Und eine Gruft. Sehr schön. So, im Friedhof. Wenn verwundete Untote auf verseuchtem Boden stehen, erholen sie sich schneller. So, sehr gut.
Friedhof, dient als Sammelpunkt für Holz. Ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Dient als... Ein Friedhof beschworen, versorgt er die untote Armee mit frischen Kadavern. Ah, es ist aber super. Ich habe schon erzählt, ich brauche diese blöden Kadaver nicht. Gut, du gehst bitte die Goldmine. Die Goldmine ist fertig. So, Ghule sammeln Holz, können die beim Friedhof ablagern. Im Friedhof können wir auch noch ein paar Ausbaustufen für Angriff und Verteidigung machen. Die in der Gruft bildet man Standardeinheiten wie Ghule und später noch ein paar andere Sachen aus. Und die Nekropole ist das Hauptgebäude, wo man Akolyten ausbilden kann. So, Akolyten braucht man eigentlich immer nur 5 für die Goldmine und eventuell noch einen, der ein bisschen baut. Ich habe im Moment 4 für die Goldmine und einen, der ein bisschen baut. Das reicht aber. Ich brauche jetzt dringend ein paar Ziggurats. Denn die Ziggurats, die bringen Versorgung. Also hier Essen. Das heißt, ich brauche. Ist abgeschlossen. Das heißt, ich brauche jetzt ein paar, damit ich überhaupt mal wieder irgendwelche Einheiten bauen kann. Außerdem kann man die Ziggurats zu Türmen upgraden. Und sobald die Türme geworden sind. Schlagen das Holz für die untote Armee. Ja. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Oh, diese tollen Soundfiles hier überall. Großartig. Mein Leben für Ner'zhul. Was ist denn hier los? Sag mal, so viel mache ich doch gerade. Ach so, das ist eher, weil ich den immer anklicke, deswegen quatsche die ganze Zeit. Die Türme, wenn die Ziggurats ausgebaut sind, die machen relativ viel Schaden. Die sind wirklich stark, die Türme. Die sind auch relativ teuer. Das Ziggurat kostet schon 150 Gold und der Upgrade kostet, glaube ich, auch nochmal 140 Gold oder sowas. Das ist schon einiges. Dafür können die auch was. Und hier sieht man jetzt, sobald ein Gebäude fertig ist, genau, der verseuchte Boden, oh, das ist aber viel, wird größer. Ich glaube, das wurde ein bisschen vergrößert. Das war am Anfang noch nicht so groß. Fleischwägen sind mal Steuerung 2. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ausbau zum Geisterturm, gleich alle Türme upgraden. Ich brauche hier ein bisschen Verteidigung. Und wenn das Ziggurat jetzt fertig ist, kann ich ein paar neue Einheiten machen. Endlich. Komm, du gehst jetzt erstmal Gold sammeln. Ich habe hier eh die ganze Zeit viel zu wenig Gold. Da sieht man, die müssen nicht hin und her laufen. Die stehen einfach direkt an der Goldmine und bling, bling, bling. Hier in der Mitte kommen immer die W10er-Münzen hoch. Ist abgeschlossen. Oh, Hauptquest schon erledigt. Passiert jetzt irgendwas? Oder... Nö, Hauptquest ist einfach abgeschlossen. Hopp. Haben Sie gut gemacht, Herr Spieler. So, ich brauche später noch ein paar Ghule. Aber die Ghule, die werden jetzt erstmal Holz sammeln. Abgeschlossen. Und dann war es das eigentlich. Mehr machen die nicht. Wenn ich genug Holz habe, ziehe ich die alle ab oder alle bis auf 2 oder 3. Die dürfen noch weiter Holz sammeln, aber mehr brauche ich eigentlich nicht. Denn ich kann hier sowieso nur Ghule bauen und die kosten kein Holz. Na, ich kann auch noch Fleischwägen bauen später. Aber ich hoffe, mir reichen die 4 Fleischwägen und ich muss gar keine mehr nachbauen. Ausbau abgeschlossen. Vorsicht. So, ich warte jetzt noch, bis ich ein bisschen Gold habe, damit ich noch eine Verteidigungslinie an Türmen reinziehen kann. So, Arthas, bleib bitte hier. Die Fleischwägen machen auch ein bisschen mit. Sehr schön. Die Türme, die sind wirklich stark hier. Das sieht man vielleicht auch hier. Die halten einiges aus hier. Wenn der da drauf klatscht, der verliert so gut wie kein Leben. Nur Arthas verliert gerade Leben. Aber die dezimieren die auch ganz gut. Ah, hier. Die Halle der Toten, die kann natürlich auch mit draufschießen. Das finde ich super. Sprecht, Dummkopf. So, inzwischen dürfte ich genug Gold haben. Ja, habe ich. So, du baust bitte mal 3 Ziggurats. 1, 2. 3, 6 Türme sollten eigentlich reichen für die Verteidigung. Danach gehst du wieder in Goldmine zurück. Und ich baue noch einen Akolyten, der hier repariert. Der bleibt einfach da vorne stehen und hat dann am Ende Auto-Repair an. Und dann könnte ich eigentlich gleich anfangen, ein paar neue Ghule zu machen, ne? Was ist es diesmal? Die Ghule können dann eigentlich auch gleich komplett aufhören mit Holz sammeln. Die Versichten stehen bereit. Du kriegst rechtlich Arthas. Und es geht jetzt los. Wir fangen an. Wir müssten verbleibende Paladine noch zu töten. Ist irgendwie doppelt gemoppelt. Naja, wir müssen auf jeden Fall Paladine umklatschen. 3 Stück, die sind hier unten schön auf der Karte markiert. Aber wir gehen erstmal hier nach unten, denn hier unten... Es ist super Loot. Sprecht, Dummkopf. Und das Loot ist relativ gut bewacht. Das heißt, ich brauche immer hier schön Unterstützung. Ich lege jetzt die Gruft mal auf Steuerung 5. Ne? Vielleicht denke ich da dran, Vorsicht, dass ich da einfach was nachbauen kann. Endlich. So, die Fleischwägen bitte noch nicht angreifen. Bitte noch nicht angreifen. Shift 1, voll drauf hier. Und wenn die Fleischwägen jetzt den einen Golem anhauen, dann sind eigentlich... Wie kriegen die denn trotzdem Schaden? Hat der Dornenhaut oder sowas? Naja, gut. Weil wenn die Fleischwägen da jetzt noch mit reinbollern, dann sind meine Gude sofort kaputt. Dann kann ich die gleich vergessen. So, bitte ein bisschen weiter und umkreisen. Sehr schön. Das ist immer eine super Taktik, alle Einheiten so einmal um den Gegner herumschicken, beziehungsweise einfach hinter ihn und dann alle angreifen lassen. Je mehr Ghule angreifen können, desto besser. So, der nächste, da machen wir es genauso. Ein bisschen um ihn herumlaufen und drauf. Man hat gesehen, der hat so eine Fähigkeit, dass er, womit er Schaden macht und meine Ghule betäubt. Du hast bitte Auto-Repair. Perfekt, hier mache ich noch ein paar Ghule. Vorsicht.
So, und zwar das Super-Loot. Das ist ein bisschen versteckt. Hier hinter diesen Bäumchen. So, bitte einmal reinballern. Ich habe aus Versehen das Reh oder irgendwas anderes kaputt gemacht. Bäume sind weg, Bäume sind weg. Und jetzt kommt gleich Mega-Hempel raus. Genau hier. Mega-Hempel ist da. Granit-Golem, der ist richtig stark. 1500 Leben, deswegen brauche ich die Fleischwägen. Da können gerne meine Ghule alle komplett draufgehen. Das ist mir völlig egal. Gleich ein paar nachbauen. Aber der muss sterben. Deswegen brauche ich die Fleischwägen hier als Unterstützung. Ganz, ganz wichtig. Ich krieg dafür einen Energieanhänger. Erhöht das maximale Mana des Helden um 150. Richtig geil. Und Heldenfähigkeit. Ich habe ein Level abbekommen. Todesmantel oder unheilige Aura? Ach, hier könnte ich noch zeigen, ne? Todespakt zerstört eine untote Einheit und überträgt prozentual Trefferpunkte an den Todesritter. Totaler Bullshit. Ich will meine Einheiten nicht töten. Ich will die heilen. Und Arthas stirbt nicht. Da passe ich schon drauf auf. Der hat Heiltränke für sowas. Ich glaube, Stufe 2 Heilung ist am besten. Niemand erteilt mir Befehl. Gibt es hier hinten noch was? Ihr seid noch alle Shift 1. Hier gibt es nichts mehr. Untote haben unsere Felgen gestürbt. Schnell den Akolyten retten. Nein, ich habe erst 3 Türme. Ach, ich habe ganz vergessen, die auszubauen. Na super. Kannst du bitte von hier oben kommen und den Turm noch ein bisschen reparieren? Da sieht man, der hält immer noch ganz gut Stand hier. Und wenn der jetzt noch dagegen heilt, dann verliert er schon fast kein Leben mehr. Bitte ein bisschen Fokus hier. Ein bisschen Fokus alle auf einen und jetzt alle auf den hier, damit die schneller draufgehen. Ja, hat gut funktioniert. Du bleibst noch mit Auto-Repair da stehen. Ihr seid alle noch Shift 1. Auch gleich noch ein paar Ghule nach. Immer stetig Ghule nachbauen hier. Das ist super. Eigentlich können jetzt aber alle schon nach oben hier. Nur Arthas kommt noch mit. Ich möchte mich noch was Kleines zeigen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Hier gibt es nämlich noch ein Menschendorf. Ein ganz unschuldiges. Hier laufen sogar noch Menschen herum. Joseph, hey, wir haben sogar auch Namen. Hilfe, die Untoten sind zurückgekehrt. Oh, Kisten. Das wusste ich nicht mehr. Ich glaube nicht, dass da irgendwas Tolles drin ist. Doch, ein Heiltrag. Naja, warum nicht? Ich habe tatsächlich gedacht, hier unten gibt es nichts mehr. Aber gut, noch mehr Kisten. Endlose Pein erwartet euch. Endlose Pein erwartet euch, Kisten. Sterbt, Holzkisten. Führt... Fühlt den Biss von Frostmourne. Frostmourne hat Hunger. Diese Seele der Kiste gehört mir. Ja, apropos Seelen. Hier ist Tichondrius. Seelen. Ich brauche Seelen. Au. War schmerzhafter. Ich bin des Wartens überdrüssig. Und das war's. Ich bin des Wartens überdrüssig und jetzt steht er weiter hier rum. Warum, weiß keiner. Aber das war's für hier. Und wir gehen mal alle wieder zurück. Das ist schon besser. Hier sieht man die ganzen Kadaver, die hier rumliegen, die der Friedhof produziert. Hier blop, 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 blop. Ich habe hier alles erforscht. Ich kann nicht mehr ausbauen. Ich habe in dieser Mission tatsächlich einfach nur Ghule und Fleischwägen. Naja, die ich auch nicht wirklich ausbauen kann. Ist nicht super, aber die Menschen, die haben halt auch nur ein paar Soldaten. Ne? Von daher passt das schon. Von daher passt das schon. Also ihr seid alle noch Shift 1. Jetzt habe ich eigentlich erstmal genug. Du passt da eigentlich gut auf die Türme auf. So, und es geht los. Verbleibende Paladine noch endlich zu töten. 3 Stück. Aber wir gehen erstmal woanders hin. Es gibt hier nämlich noch einen kleinen Geheimweg nach hier oben. Da sind die Bäume schon so kaputt gemacht, endlich, ne? Es gibt hier nämlich einen verräterischen Zauberer. So, ihr verteilt das euch bitte mal drumherum besser. Und jetzt drauf. Boah, das ist schon fies, ne? Die haben halt einfach alle geschlafen, mitten im Stehen, haben nicht gemerkt, dass die ganzen Untoten um sie herumkommen. Hier geht erstmal hier hin. Was gibt's denn da? Vorsicht. Voodoo-Puppe. Voodoo-Puppe erhöht Intelligenz um 1. Naja, das bedeutet ein bisschen mehr Mana. 15 Mana mehr. Verteidigung gestürmt. Ah, das können die Türme ohne Probleme alleine hier. Obwohl wir hier auf schwer spielen, die Angriffe halten sich doch sehr in Grenzen. Genau, dieses verseuchte Gebiet hört übrigens auch an der Küste auf, ne? Also die Verseuchung mag keine Küsten, die mag auch kein Wasser, so wie es aussieht. Da hat er das Gras schön in Ruhe gelassen. Der Rest ist aber alles, sehr moosig und humusartig geworden, ne? Sieht nicht unbedingt wie verseuchter Boden aus, sondern wie sehr nahrhafter Boden. Nur die Bäume sehen nicht mehr so nahrhaft aus. So. Niemand erteilt mir Befehl. Ja, doch, das mache ich, komm mit. Frostgram hat Hunger. Hier gibt es jetzt nämlich einen langen Pfad, der zu ein paar gewissen Ureinwohnern führt. Das ist eigentlich ganz lustig. Ich glaube, da gab es sogar irgendwas Cooles als Loot. Und eine Zwischensequenz.
Ach ja. Was zum Teufel ist das? Geheime Sasquatschlager. Was zum Teufel ist das? Ich weiß nicht so recht, aber es bedeutet nichts Gutes. Wir sollten sie vernichten, bevor sie anderen von unserer geheimen Sasquatch-Gemeinschaft hier in den uralten Wäldern berichten. Niemand darf die unglaublichen Geheimnisse erfahren, die unser Volk vor dem Rest der Welt verborgen hält. Die sind relativ stark hier. Sieht man, die können hier Trians beschwören. Die haben schon was drauf hier. Bitte gleich auf das Ahnen-Sasquatch draufklatschen. Das ist, glaube ich, mit noch am stärksten. Ah, das kannst du? Nee, kannst du nicht. Ich habe geschaut, ob er den Ghoul noch irgendwie retten kann, aber... Da war wohl keine mehr zu helfen. Die haben auch irgendwie... Ach, jetzt kommt schon. Hey, nein, die Fleischwagen, die halten sich bitte raus. Nein, raushalten. Oh Mann, die haben halt keinen... Wie nennt man das? Ballistik hieß das in Age of Empires. Dass die halt die Einheiten verfolgen können. Dass die dahin schießen, wo sie hinlaufen. Ach, Mann, hey. Die sind wirklich stark hier. Die können schon gut reinhauen. Das heißt, ich baue ein paar Ghule nach. Oh, 2000 Gold. Ja, das reicht. So, alle umgeklatscht, viele Ghule kaputt. Ah, Klauen des Angriffs plus 6, das ist ja geil. Pass auf, dann benutze ich die Rolle der Heilung, dann sind alle Ghule wieder voll. Ah, endlich. Oh, weil diese eine Ghule hier, weil die noch nicht in Shift 1 drin sind, deswegen... Niemand erteilt mir Befehle, deswegen laufen die noch nicht mit. Mich irritieren gerade diese Stimmen immer die ganze Zeit, dass ich immer denke, ich muss jetzt aufhören zu reden, weil irgendeine tolle Zwischensequenz kommt oder so ein Blödsinn. Aber hier passiert überhaupt nichts. Was ist hier unten? Boah, diese Musik, Untoten. Was ist eigentlich hier drin? Mach das mal kaputt. War da was drin? Nö. Okay, ich habe hier jetzt die ganze Zeit einen untätigen Arbeiter, aber seht ihr eh nicht. Das ist aber der, der einfach hier auf Auto-Repair vor den Türmen steht. So, es geht los. Wir können Paladine kaputt machen. Zu den Paladinen muss ich noch was erzählen. Die haben alle eigene Namen, das finde ich auch super. Es sind drei Paladine. Der erste Paladin, das ist der hier, der ist auf Gottes Schild und Rüstungsaura geskillt. Der kann, glaube ich, gar kein heiliges Licht, der kann seine Leute nicht heilen, der kann mir keinen Schaden machen, der kann sich aber mit Gottes Schild unverwundbar machen. Der zweite Paladin hat die Strategie, na super, jetzt werde ich angegriffen. Der zweite Paladin hat die Strategie, dass er heiliges Licht auf Stufe 3 geskillt hat, dass er richtig Damage drücken kann. Der benutzt das nicht wirklich, um seine Leute zu heilen, der benutzt das einfach nur, um Arthas richtig Damage zu machen. Der kann Arthas sogar wirklich gefährlich werden. Denn er macht halt immer 300 Punkte Schaden pro Heal. Also pro heiligen Licht. Das ist schon übel. Sprecht, elender Verräter. Ihr bringt Schande über den Namen eures Vaters. Mir ist unbegreiflich, wie Uther je für euch eintreten konnte. Als ihr eure Ehre weggeworfen habt, ist auch die Seine den Bach runtergegangen. Ihr verdient einen grausamen Tod. So, sobald der einmal sein Gottesschild weg hat, muss ich voll drauf gehen. Das habe ich in dem Zeitpunkt jetzt ein bisschen verpasst. Aber wenn ich Glück habe, verbraucht er genug Mana, dass er kein Gottesschild mehr einsetzen kann. Los, stirb, schnell. Ja, sehr schön, er hat sein letztes Mana verbraucht. Das war's, Kollege, das war's. So, alle Ghule bitte noch Shift 1. Was ist das hier? Großer Heiltrank. Dafür geht der Spinnenring weg. Komm, groß deinen Heiltrank nehme ich. Ja, nee, komm, die normalen Heiltränke gehen dafür weg. Und den Spinnenring nehme ich noch mit. So viele Heiltränke brauche ich gar nicht. So. Hier bitte voll auf die Gebäude. Fokus auf die Gebäude, während sich Arthas und die Ghule um den ganzen Rest kümmern. Heilen bitte noch. Perfekt. Perfekt. Das sieht ja alles richtig gut aus. So, ihr könnt bitte ein paar Kisten kaputt machen. Shift hier, Shift hier. Hier, Shift hier. Shift hier. Ich glaube, das waren alle Kisten. So, während ihr angreifen, hier angreifen, hier angreifen, hier. Einfach schön die Gebäude kaputt machen. Die Ghule brauchen sogar mehrere Schläge für eine Kiste. Wäre echt peinlich hier. So, ich baue hier noch ein paar nach. Ich denke irgendwie überhaupt nicht dran, dass ich die Gruft auf Steuerung 5 gelegt habe. Ne? Merkt man. Ich gehe immer noch zurück. Das Wichtige ist einfach nur, sau viele Einheiten immer hinterher ziehen. Die Ghule sind einfach nur Kanonenfutter und sonst nichts. Und genau so behandle ich sie auch. So, und hier, lass mich kurz gucken. Ja, hier war das zweite Easter Egg, der zweite geheime Pfad, von dem ich weiß. Hier muss man ein bisschen mehr machen, muss man ein paar mehr Dinge abholzen. Aber wenn man da oben schon war, dann hat man das hier unten schon entdeckt und kann sich denken, was ist denn hier? Das sieht doch so aus, als könnte man da hingehen. Da schauen wir doch mal nach. Und genau das tun wir jetzt auch. Fleischwagen bahnen sich einen Weg durch den Wald. Muss eigentlich Arthas dahin oder reicht das, wenn irgendeine Einheit dahin kommt? Da gibt es noch ein kleines cooles Easter Egg. Finde ich eigentlich sehr cool, denn das ist etwas, damit rechnet man halt einfach überhaupt nicht. Ist aber super. So, fahrt mal dahin.
Reicht das schon, wenn ihr dahin fahrt? Der Weg ist frei. Oh. Geheimnis gefunden. Pandarisches Erholungsgebiet. Und es gab so eine kurze Einblendung von irgendwie so asiatisch-samurai-mäßig angehauchten Pandas. Haha, sehr schön. Das liegt angeblich daran, dass irgendein Entwickler von der Urversion, der war irgendwie Riesenfan von Pandas. Warum, weiß ich nicht. Habe ich zumindest gehört. Ob das Gerücht wirklich stimmt, kann ich auch nicht sagen. Aber es hört sich ganz lustig an. So, bitte voll auf die Ritter. Die dürfen auch direkt den Fokus von den Fleischwägen abbekommen. Da ist mir das Leben der Ghule nicht so wichtig, wenn die Ritter alle draufgehen. So, aber ich glaube, ja, einmal noch voll auf die Ritter hier drauf. Ich baue ein paar Ghule nach mit der 5-Taste. Diesmal habe ich dran gedacht, die Taste 5 zu benutzen. So, und ihr macht jetzt bitte da hinten. Nein! Oh! Nein, die zersplättern meine Ghule genauso wie die gegnerischen Einheiten. Ah, die Untoten sind schon ein lustiges Völkchen hier. Eigentlich machen das alle Belagerungseinheiten, nur die Ghule, die sterben halt auch noch so schnell. Das sieht man auch noch so gut. So, jetzt brauche ich aber ein bisschen mehr Ghule, ne? Oder reicht das? Denn der nächste Paladin macht halt einfach Damage ohne Ende. Habe ich hier noch ein paar Ghule? Ne, ich habe hier leider keine. Aber ich habe alle Upgrades gemacht, die ich machen kann. Ich kann jetzt nur noch hoffen, dass jetzt noch genug Ghule nachkommen. Ich könnte jetzt natürlich auch noch eine zweite Gruft bauen, aber... Niemand erteilt mir Befehle. Niemand, doch, das mache ich. Sprecht, Dummkopf. So, ich denke, das passt schon. Ne? Wichtig ist nur, dass viele Ghule nachkommen. Ich vertreibe mir hier noch ein bisschen die Zeit, indem ich Kisten kaputt mache. In der Zeit kommen ja noch ein paar Ghule nach. Da ist ein Mana-Trank drin, sehr geil. Also mit den Kisten lohnt sich schon, ne? Da sind zwar jetzt nicht die Überhammer-Items drin, aber ein Mana-Trank mehr oder weniger, hey, warum nicht? Da ist gerade noch einer ins Haus verschwunden und er geht wieder raus und ins andere Haus rein. Die Frau kann ich nur mit gezielten. Nur wenn ich sie angreife, kann ich sie wirklich töten. Dann lasse ich sie mal leben, ne? Dann lasse ich sie mal leben. Da unten sind noch Kisten. Und da hinten hat man ihn ganz kurz schon gesehen. Frostgram hat Hunger. Helft uns! Nee, nee, nee. Ich bin nicht da, um zu helfen, Kollege. Das hast du falsch verstanden. Ganz falsch so. Was ist das? So, kann ich die ein bisschen rauspullen? Das Licht euch gnädig sein. Euer Verrat hat Uther das Herz gebrochen. Er hätte ohne zu zögern sein Leben für euch gegeben. Und so dankt ihr ihm seine Treue. Ich habe gerade ein bisschen Glück gehabt, dass das erste heilige Licht von ihm... Ja, der greift meine Ghule an und nicht Arthas. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Das darf er gerne weitermachen. Da habe ich ja überhaupt kein Problem damit. Ich habe jetzt den Ghul geheilt und nicht den, denn, weil ich gedacht habe, der ist sowieso schon tot. Dann... Ah, Handschuhe, der Hass. Okay, jetzt fliegt der Spinnenring raus. Handschuhe, der Hass erhöht das Angriffsgeschwindigkeit um 15%. Ist jetzt nicht übermächtig, aber ne, nice to have, ne? Habe ich jetzt nichts dagegen, wenn ich das dabei habe. Kannst du noch den einen Ghul da hinten hochheilen? Nein, scheiße, aber Mana verbraucht. Ach, Mann, sowas nervt immer. Aber immerhin ist der Paladin schon tot und ihr kümmert euch bitte um die Gebäude. Denn sonst macht ihr mir einfach nur meine ganzen Ghule kaputt. Das muss ja auch nicht sein. Die haben schon, deren Leben ist so schon schwer genug. Nein, voll Fokus auf den Turm. Voll auf den Turm bitte. Und danach die Höfe. Sehr schön. Und hier kommt bitte ein bisschen mit und beschützt die Fleischwägen. Ach, das ist der Spinnenring, den ich vorher abgelegt habe. So, ich habe 4000 Gold. Ich kann mein ganzes Gold gar nicht ausgeben. Noch mehr Ghule bitte. Einfach immer stetig Nachschub hier rein mit, Sammelpunkt auf Arthas. Das passt eigentlich ziemlich gut. Vorsicht. Da oben ist noch eine Kaserne, die fleißig Soldaten produziert. Die muss als nächstes dran glauben. So, während Arthas mal noch ein paar Kisten umhaut. Schauen, ob da was Geiles drin ist. Hier ist noch eine Kiste. Das war's eigentlich. So, und der dritte Paladin ist nämlich ein besonderer Paladin. Der hat ein paar mehr, bisschen mehr drauf als die Paladine vorher. Sollte aber eigentlich auch ganz gut draufgehen. So, du heilst bitte noch den einen Ghul da, bevor der jetzt noch stirbt. So wenig Ghule wie ich im Moment habe, kann ich ja jeden Hempel gebrauchen, der unterwegs ist. Mach hier gleich noch ein paar mehr. Vorsicht. Ah, wie viel Ghule habe ich denn? 7. 7 Ghule. Reichen 7 Ghule für den letzten Paladin? Ja, doch. Doch, doch, das passt schon. Komm, ich habe noch 4 Fleischwägen. Das ist denn der letzte Paladin ist, wer hat es erraten? Uther, der Lichtbringer. Euer Vater hat dieses Land 70 Jahre lang regiert. Und ihr habt es innerhalb von Tagen eingeäschert. Wie dramatisch, Uther. Gebt mir die Urne und ich gewähre euch einen schnellen Tod. In der Urne ist die Asche eures Vaters, Arthas. Wollt ihr sie ein letztes Mal schänden, ehe ihr sein Königreich dem Verfall überlasst?
Ich wusste nicht, was darin ist. Aber eine Rolle spielt es nicht. Ich nehme mir so oder so, was ich will. Oh ja, oh ja. So, Uther, Level 10 Paladin. Der hat natürlich sein Gottesschild, der haut einmal seine Bubble an, die hält so gute, gefühlte Ewigkeiten. Ich kann nur versuchen, diesen Soldaten da noch ein bisschen Damage zu machen, damit der sein Mana dafür verbrät, den blöden Soldaten hochzuheilen. Wenn ich Glück habe, macht er das auch. Ah, sehr schön. Gottesschild ist weg. Sofort voll drauf. Alles voll auf Uther. Alles, was geht, voll auf Uther. Arthas bitte auch drauf. Damage, Damage, Damage. Vielleicht schaffe ich es noch, dass er kein zweites Mal Gottesschild einsetzen kann. Ansonsten macht er mir hier noch 45 Sekunden lang Damage oder wie lange das Gottesschild hält. Komm schon! Rauf! Ja! Sehr gut. Das schaffe ich selten. Ich hoffe, ihr findet euren Tod einsam in Eis und Finsternis, Arthas. Da könnt ihr lange hoffen, Uther. Ich beabsichtige, ewig zu leben. Was für ein geiler Satz, oder? Ich beabsichtige, ewig zu leben. Zack. Ist schon geil. Gut, die Animation war jetzt nicht so geil wie bei Mal'Ganis. Das war jetzt mehr so gammelmäßig. Das ist toll. Ach, jetzt muss ich irgendwas aus dem Inventar rausschmeißen, um die Urne mitzunehmen, ne? Danach ist die Mission auch vorbei. Hier unten gibt es auch einen Ritter, hier gibt es noch ein paar Kisten. Aber ich glaube, hier gibt es einfach nichts mehr von Belang. Und her mit der Urne. Urne von Arthas Vater. Er hat seinen Mentor Uther getötet. Man sieht schon, Arthas hat keine Verbundenheit mehr mit seiner Vergangenheit. Oh. Ausgezeichnete Arbeit. Nun kann eure Reise nach Kel'Thalas beginnen. Sagt ihm nichts. Nur ihr könnt mich hören. Man kann den Schreckenslords nicht trauen. Sie sind es, die den Lichtkönig gefangen halten. Ich erkläre euch alles, wenn ich wieder lebe. Oh, nennt es ein kleines Zerwürfnis zwischen zumindest Kel'Thuzad und Schreckenslords. Ja? So, machen wir gleich weiter. Probe. Ah, genau, hier kommt noch die tolle Statistik. Sieht alles super aus. Ich klicke mal auf Weiter, denn ich glaube, jetzt kommt auch wieder so eine geile Zwischensequenz. Ja, Interludium, der Kriegsrat. In der Zwischenzeit in der Zitadelle der Schreckenslords. Irgendwo im wirbelnden Nether. So, und wir haben als Karte schon das Elfenkönigreich. Mit Outer Elfgate, Inner Elfgate, Silver Moon, der Hauptstadt des Elfenkönigreichs und Sunwell Grove. Also Sonnenbrunnengrotte, sage ich jetzt mal. Und unten Sulaman. Das ist, glaube ich, eine Trollstadt, oder? Ja, aber Trolle und Elfen, ne, die sind sich Spinnefeind. Wo ist das in der Lore? Aber hier, wir befinden uns im wirbelnden Nether und nicht in den Elfenkönigreichen. Sieht schon extrem geil aus. Verläuft alles wie geplant, Tichondrius? Lord Archimond verlangt einen Bericht über die Geißel. Der junge Todesritter des Lichtkönigs macht seine Sache gut. Fast zu gut. Ich frage mich, ob Ner'zhul Hintergedanken für seinen neuen Helden hegt. Auf lange Sicht ist der Mensch bedeutungslos. Ner'zhul würde es nicht wagen, sich gegen unsere Ziele zu stellen. Wir müssen nur Sorge tragen, dass die Geißel das tut, wofür sie geschaffen wurde. Archimond lässt uns köpfen, wenn wir der Situation nicht Herr bleiben. Glaubt mir, Bruder. Weder der Lichtkönig noch seine untoten Lakaien werden die Rückkehr der Legion gefährden. Sorgt dafür. Lord Archimond macht kurzen Prozess mit Versagern. Was? Das ist auch neu. Warum ist er zu ihm hingelaufen? Einfach so? Naja, ein bisschen komisch. Aber gut, es geht direkt weiter mit Kapitel 3 in das Reich der Ewigkeit. Das machen wir aber erst im nächsten Part. Ich wollte aber noch ein bisschen was erzählen, ne? Ich erzähle da immer so gerne so ein paar Sachen dazu. Dass die ganzen Schreckenslords jetzt unterschiedliche Designs haben, das ist auch neu. In der EU-Version hatten die einfach nur andere Farben und der eine war ein bisschen größer und der andere war ein bisschen kleiner, ne? Und hier sehen die jetzt alle drei unterschiedlich aus, aber teilweise sehen die jetzt nicht mehr aus wie Schreckenslords, sondern wie so ein paar, ja, die drei kleinen Schweinchen oder so, könnte man jetzt dazu sagen. Zumindest zu zweien davon. Teilweise mit Bart.
Das ist ja super. So, mit Kapitel 3 machen wir erst in der nächsten Folge weiter, ne? Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge oder bis morgen, ne? Bis dann. Ciao.